Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und heute geht es mal um das Thema USA. Viele haben gefragt, vor der Reise, nach der Reise, was war los mit mir? War ich tot? Bin ich tot? Bin ich wieder auferstanden? Wie dem auch sei. Im Hintergrund seht ihr dazu ein Gameplay, was ich vor zwei Tagen, einem Tag erspielt habe. Ist jetzt nur eine 91 zu 23 und bin ein bisschen oft gestorben in der ersten Runde, glaube ich, 13 Mal. Das habe ich euch rausgecuttet. Danach ging das eigentlich und dann am Ende auch noch ein bisschen gefailed. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, deswegen auch keine Facecam, sondern ganz normal nur meine Stimme. Dementsprechend starten wir auch gleich rein ins Video. Ich will mich nochmal am Anfang ganz herzlich bei euch bedanken. Danke dafür, dass ihr so ein tolles Feedback mir gegeben habt bezüglich des Videos zu Visca Barça gibt euch die Chance 4.0. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Video echt gut bei euch angekommen ist, denn so viele Kommentare und Likes habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Freut mich auf jeden Fall riesig. Soll aber gar nicht das Thema sein. Ich habe es euch unten nochmal verlinkt. Dementsprechend könnt ihr es euch angucken, falls ihr das noch nicht getan habt. Starten wir also rein in das Video. Wieso bin ich in den USA gewesen? Die Frage ist so oft gekommen, und warum war ich jetzt in den USA und weshalb habe ich da Urlaub gemacht? Wieso kamen keine Videos? Und ich will euch mal ganz kurz mal ein kleines Roundup geben von dem, was in den USA passiert ist. Wenn ihr also mehr von USA-Geschichten hören wollt, dann auf jeden Fall mal ein Hashtag USA in die Kommentare kloppen, dann sehe ich das auf jeden Fall. Ob ihr darauf Bock habt, lasst auch gerne eine Bewertung da, falls ihr mehr solcher Videos dazu sehen wollt. Ich habe nämlich sehr viele Stories dazu, nämlich noch in petto. Grundsätzlich war ich in den USA mit einem Kumpel zusammen. 4 Monate insgesamt waren wir da, nämlich ein Auslandssemester haben wir dort, Zungenbrecher haben wir dort gemacht und die Zeit relativ gut genossen. Bis auf ein paar Kleinigkeiten gab es wirklich eigentlich nicht viel zu meckern, denn wir waren in San Diego, da ist das Wetter wirklich sehr schön. Über 300 Sonnentage hat man ja auch gesehen. Es gab am Anfang noch Videos und dann kamen keine Videos mehr. Und das will ich nochmal ganz kurz aufklären, wieso das war. Grundlegend hat man eigentlich immer die Möglichkeit, ein Video hochzuladen, nur hatten wir andere Sorgen in dem Zeitraum und ich war auch teilweise wirklich krank. Also wirklich, wirklich krank. Nicht nur so, sondern wirklich, wirklich krank. Und es hat sich eine Weile auch dort hingezogen, aber dementsprechend habe ich mir einfach gedacht, ich kuriere mich erstmal aus und lasse das erstmal mit YouTube. Und ich habe dann nach einer Weile gemerkt, okay, ich muss YouTube weitermachen, weil ich kann nicht ohne YouTube. Ich mache das Video schneiden, das Video bearbeiten, das mit euch kommunizieren, mit euch schreiben, mit euch zusammen interagieren, kommentieren auf anderen Videos oder was auch immer. Das ist einfach so ein großer Teil geworden in den letzten fast 2 Jahren. Ich mache das ja jetzt schon 1,5 Jahre fast. Dass es so unglaublich viel von meinem Leben einnimmt und dass es mir auch so viel zurückgibt. Also nicht nur, dass ihr wunderbare Kommentare schreibt und sagt, okay, du hast mehr verdient an Subscribern oder was auch immer. Das ist ein großer Teil natürlich, aber viel größer ist dabei, mich kreativ auszulassen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann einfach meiner Kreativität freien Lauf lassen, ohne dass mir irgendjemand sagt, Paul, du musst das so machen, Paul, du musst das so machen. Und das ist irgendwie eine Sache, die hatte ich schon lange nicht mehr, die macht unglaublich Spaß, auch natürlich, wenn ich jetzt draußen bin und dann interagiere kann mit euch, mal einen Vlog machen, mal ein Thema ansprechen kann, also meine Gedanken mal freien Lauf lassen, euch das mitteilen und mit euch zu interagieren und mit euch mal darüber zu reden, und das ist einfach so unglaublich viel wert, finde ich. Dementsprechend ist einfach auch die Zeit zu kurz, um darüber nachzudenken, ob man es macht oder nicht. Macht es einfach, das habe ich auch in Visca Barça 4.0 so gesagt. Dementsprechend will ich auch gar nicht weiter so dran schnacken, denn ihr habt es eigentlich gehört, es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit gewesen, denn in Amerika war es so, ich war krank, dann hatte ich auch teilweise Equipment-Probleme, also die ganzen Vlogs, die gekommen sind danach über hinaus, konnte ich keine mehr machen, weil eben die Audiospur kaputt war, auf meiner Festplatte als auch auf meiner SD-Karte von der Legria, und des Weiteren ist mein Mikrofon, was ich mir extra gekauft habe für die Reise, auch noch kaputt gegangen. Also das Lavalier-Mikrofon, das funktionierte nicht einwandfrei, und dementsprechend konnte ich mit meiner DSLR auch nichts aufnehmen, und irgendwann habe ich es dann einfach gelassen, weil es natürlich auch schon sehr teuer ist, in den USA zu sein. Und dementsprechend, wenn ihr auf jeden Fall mehr Stories dazu haben wollt, dann könnt ihr dazu gerne was hören. Ihr müsst dazu nur Hashtag USA in die Kommentare schreiben und eine Bewertung da lassen. Würde mich dementsprechend freuen. Ich habe auf jeden Fall ein paar in petto, das habe ich ja schon gesagt, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut rein und ciao.